Am 2. September-Sonntag zeigten sich Aarau und das Säulenhaus unter einer strahlenden Septembersonne. Was für ein Glück! Im letzten Jahr konnten die hier geplanten Veranstaltungen pandemiebedingt nur in einem sehr kleinen Rahmen stattfinden. Regierungsrat Alex Hürzeler, Stadtpräsident Dr. Hans-Peter Hilfiker und der kantonale Denkmalpfleger Reto Nussbaumer hießen die Gäste im Hof des Säulenhauses willkommen. Es ist mir eine grosse Freude, Sie heute hier in der Kantonshauptstadt beim geschichtsträchtigen Säulenhaus zum Europäischen Tag vom Denkmal auf dem Stande Aargau begrüßen. Und wir haben hier die besondere Gelegenheit, Kulturgüter aus den vergangenen Zeiten zu bestaunen. In den Boomjahren, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, sind ein Haufen verschiedene Bauwerke verloren gegangen. Heute würden wir auch hier in Aarau eine Kettenbrücke nicht mehr abreissen, wie man das 1949-50 gemacht hat. Wir würden auch den Raum vom grossen Wasserrad unter den Meierschen Fabriken nicht mehr zuschütten, wie man das noch in den 80er Jahren gemacht hat. Aarau, Hauptstadt des Kantons Aargau mit 5100 Einwohnern. Das sind jetzt ein bisschen mehr. An der Aare, über welche seit 1850 eine Kettenbrücke führt. Wissen wir auch, haben wir verloren. Grosser Gewerbefleiß, das ist sicher immer noch so. Und dann, jetzt wird es ein bisschen schwierig, an lokalen Sehenswürdigkeiten bietet Aarau wenig. Also wir können gehen, danke vielmals. Es ist schön, dass Sie da sind. Das diesjährige nationale Thema Gewusst wie lockte mit attraktiven Veranstaltungen zur Entdeckung unserer Baukultur. Die Führungen der Restauratorin Johanna Vogelsang im Säulenhaus waren besonders begehrt. Sie erläuterte die Restaurierungsmaßnahmen von 2019. Das im klassizistischen Stil gehaltene Säulenhaus wurde 1836 bis 1838 vom Brugger Architekten und Kantonsbaumeister Franz Heinrich Hämmern erbaut. Im Zuge der Restaurierungsarbeiten sind hinter verschiedenen Schichten Dekorationsmalereien zum Vorschein gekommen, die noch aus der Bauzeit des Säulenhauses stammen dürften. Das ganze Haus hat die gleiche Farbe, also das gleiche Holzwerk und die gleiche Wände. Laufen Sie mal das Haus und schauen Sie, wie unterschiedlich in jedem Raum die Farbe wirkt. Ich hatte die Gelegenheit, im Säulenhaus in Aarau eine Führung mitzumachen, eine Kurzführung mit der Restauratorin. Und sie hat vor allem die Farbgebung besonders Gewicht beigemessen. Es war sehr spannend. Es ist einfach super, dass man mal in das Säulenhaus rein kann, wo man seit so vielen Jahren, seit Jahrzehnten dran vorbeifahren oder laufen und immer gerne mal drin war, wie er geschaut hat, wie ist das gewesen. Weil man wirklich, wenn man reinkommt, das ist ein Stück Geschichte. Was mich fasziniert hat, sind die Farben an der Wand. Die sind ja aus Mineralien und die haben so schön gewirkt mit dem Licht. Das hat super ausgesehen. Archäologinnen präsentierten an ihrem Stand halbstündlich verschiedene Handwerkstechniken und dazugehörige Originalfunde. Und in diesem Milieu erhalten sich eben die Holme. Was man hier sieht, sind originale Fundstücke aus der Pfahlbauzeit. Zwischen den Führungen konnte man sich an den verschiedenen Verpflegungsständen im Hof des Säulenhauses wieder stärken. In der ehemaligen Orangerie des Säulenhauses richtete ein Restauratorenteam seine Farbenküche ein. Die Fachleute zeigten da das Anreiben von Pigmenten sowie das Malen mit Eitempera und Leimfarbe. Hier konnte man in die farbenfrohe Welt der Restauratorinnen und Restauratoren eintauchen. Ich wollte etwas Neues entdecken heute und bin eben in die Farbenküche. Mit der Pigmentfarbe, mit Eitempera, mit Leinfarbe. Und das hat mir die Frau sehr gut erklärt. Nachdem Aarau im Frühjahr 1798 zur Hauptstadt der neu gegründeten Helvetischen Republik bestimmt worden war, plante der Architekt Johann Daniel Osterried eine umfassende Stadterweiterung. Auf einem Rundgang konnten zwei spannende Bauten aus dieser Zeit besichtigt werden.
das Haus zum Schlossgarten als Sitz der ersten Regierung der modernen Schweiz sowie eines der neuen Wohnhäuser an der Laurenzen Vorstadt. Die Schnitzereien, die sind 1994, wo man das umgebaut hat, nicht einfach da gehangen. Die sind in einer Kiste auf dem Estrich oben vorgekommen. Und der Restaurator hat dann die auf der Werkbank mitgenommen in die Werkstatt und hat das als Puzzle zusammengesetzt. Es hat so ganz subtile Gestaltungselemente, die er umgesetzt hat. Vom 21 zum 23 hat es in der Fassade einen leichten Versatz drin. Die Fassade springt gegen hinten ein bisschen zurück. Jetzt gehen wir ins Haus rein, laufen aber innen durch, gerade im Garten weiter. Unter Führung von Mitarbeitenden der kantonalen Denkmalpflege, Restauratorinnen, Historikern und Landschaftsarchitektinnen konnten zahlreiche kostenlose Führungen besucht werden. Seit der Errichtung der alten Kantonsschule 1893 wurde im ehemaligen Villengarten vielfach weitergebaut. Rein privat, riesiges Anwesen, relativ außerhalb der Stadt. Wenn man jetzt als Stadt das nimmt, was dort geht, weil das ist hauptsächlich natürlich die Altstadt in seiner näheren Umgebung gewesen. Laurenzen Vorstadt, ja, die hat es gegeben. Man hat die Villa behalten und hat sie umgebaut, überbaut. Die Kinder wurden ins Schablonieren eingeführt, eine der ältesten Gestaltungstechniken überhaupt. Und man lernt so viele Sachen. Und besonders schön ist, dass das Kind, das Kind, auch dabei sein und mitmachen. Ich finde es so gut, dass wir einen Blick haben. Und dann kommt man an spezielle Örtchen her, wo man sich eben nicht herkommt. Der absolute Publikumsmagnet der diesjährigen Denkmaltage war die Villa Zurlinden. Die Rundecke war komplett weiss gestrichen. Wo haben Sie denn den Ofen wieder gefunden? Der kommt aus Basel. Da haben wir mitgebracht. Die 1866 erbaute Villa Zurlinden befand sich um die Jahrhundertwende im Besitz des Fabrikanten Friedrich Rudolf Zurlinden. Jetzt, wenn man über die Decke im Eingangsbereich über Streiflicht drüber schaut, sieht man eigentlich, dass darunter eine Malerei ist mit großen Kreis. Also das ist wirklich komplett, die Decken sind alle gemalt. Er leistete sich eine reiche Ausstattung mit Schnitzereien und Glasmalereien und machte die Villa zu einem Schmuckkästchen, als welches sie sich heute noch präsentiert. Die Villa Zurlinden beherbergt heute die Geschäftsstelle des Schweizerischen Turnverbandes. Also ich finde es super organisiert und ich finde es toll, dass man in nächster Nähe einfach ein Stück Geschichte erleben kann, wo man wohnt und lebt. Es ist einfach alles toll, was da ist. Ich freue mich jedes Jahr drauf auf den Denkmaltag. Ich glaube, ich habe noch nie einen ausgelassen. Also es ist einfach super organisiert und eine gute Atmosphäre auf diesem Platz. Es ist so angenehm, so schön, gemütlich und friedlich.